Hallo, ich bin Jule. Ich erkläre euch heute eine der berühmtesten Novellen der deutschen Literaturgeschichte. Kleider machen Leute von Gottfried Keller. Was bedeutet der Titel Kleider machen Leute? Er bedeutet zunächst im allgemeinen Verständnis, dass gepflegte Kleidung ihrem Träger zu einem höheren Ansehen verhilft. Dass also zwischen Schein und Sein manchmal ein großer Unterschied liegen kann. Dieser Unterschied ist das Leitmotiv, das sich wie ein roter Faden durch die gesamte Novelle zieht und zu einigen Schwierigkeiten führt. Außerdem bekommt das Sprichwort hier noch eine weitere Bedeutung. Welche das ist, werdet ihr am Ende selber herausfinden. Zur besseren Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com